Entschuldigung, Miss. Wollen Sie sich setzen? Oh, danke schön. Ich steige jetzt hier aus. Okay. Du steigst auch aus. Sorry, das ist nicht meine Haltestelle. Hör zu. Ich weiß, du hast Fotos gemacht. Wenn du mehr heiße Bilder willst, komm mit mir. Ich gehe jetzt duschen und du wartest schon hier, okay? Cool. Zieh deine Sachen aus. Wer sind Sie denn? Was wollen Sie? Wolltest du denn nicht heiße Bilder? Zieh deine Klamotten aus. Dann weißt du, wie es sich anfühlt, wenn dich jemand fotografiert. Nee. Für sie war das okay. Hat sie selbst gesagt. Sie hat gar kein Problem. Sonst hätte sie dich nicht hergekriegt. Zieh deine Hose aus, du Mistkerl. Komm schon. Nein, sie Perversling, nein! Okay, alles ist bereit für die Geburtstagsparty. Kevin, wo ist dein Bruder und wieso humpelst du? Tu ich nicht. Das muss Luke sein. Ich mach die Tür auf. Schatz, das sieht köstlich aus. Du hast dich mal wieder selbst übertroffen. Hey, Luke. Hallo. Oh, wer ist das? Hallo. Leutnant Tom Harold, ma'am. Oh, Leutnant. Hat mein Sohn etwas angestellt? Ihr Sohn hat sein Handy verloren. Hier ist es. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen vielmals. Oh, möchten Sie zum Abendessen bleiben? Ich habe Geburtstag. Nein, er ist Polizist, Mama. Er hat bestimmt viel zu tun, oder? Ich würde gerne bleiben. Oh, dann kommen Sie rein. Stellen Sie sich vor, ich musste mir denselben Film 10-mal anschauen, nur um bei dieser Schönheit zu sein. Unglaublich. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Vielen Dank. Alles Gute zum Geburtstag. Auf meine Schönheit. Was wollen Sie von mir? Was? Schatz, ist alles in Ordnung? Alles okay? Mir geht's gut. Ich bin nur... Ich muss mal kurz raus. Sorry, Entschuldigung. Echt alles okay? Mir geht's gut. Wieso humpelt er? Das habe ich ihn auch gefragt. Keine Ahnung, also... Interessant, ja. Wolltest du mein Bild? Sind Sie eigentlich irre? Wieso wollen Sie ein Foto von meiner Mama? Ich will, dass du das Gleiche tust wie bei meiner Tochter. Auge um Auge. Hören Sie, ich kann nicht. Das ist meine Mama. Du hast das meiner Tochter angetan, Mistkerl. Und jetzt hör gut zu. Entweder du machst dieses Foto oder du gestehst deinen Eltern, dass du Fotos von Mädchen unter ihren Röcken fotografierst. Sie beide sind ein wunderbares Paar. Dieses Foto ist etwas ganz Besonderes für uns. Weil es Kevin damals gemacht hat, als er noch ein ganz kleiner Junge war. Er hat ein Talent für Fotografie. Mhm. Stimmt's? Oh! Ich bin so ungeschickt. Entschuldigung. Nein, Liebling, ist okay. Ich heb es auf. Herzlichen Glückwunsch, Mama. Luke, endlich, da bist du ja. Hallo, Mama, alles Gute. Danke, mein Schatz. Endlich sind alle da. Luke, schön, Hallo, dich zu Paps. Sehen. Hallo, ich freue mich auch. Wo ist Kevin? Ich bin hier.
Ich bin hier. Hey, Kevin. Schatz, deine Söhne und ich möchten dir gerne ein ganz besonderes Geschenk machen. Oh, super. Bitteschön, Mama. Oh, ist das, was ich denke, dass es ist? Das wirst du gleich sehen. Also, setzen wir uns doch. Bitte. Ja. Oh, wow. Ja, Mama, ich musste echt weit fahren, um sie zu holen. Was ist so besonders an dieser alten Uhr, Ma'am? Oh, sehen Sie, sie ist genauso wie die, die ich von meiner Uroma bekommen habe. Aber unser Kleiner hier hat sie in den Fluss geworfen. Ja, und das Lustige daran ist, dass er ein paar Tage lang niemandem davon erzählt hat. Er dachte, niemand würde es bemerken und wollte es verbergen. Aber letztendlich kommen Geheimnisse immer ans Licht. Ja, seitdem erzählt er uns jedes kleine Geheimnis von ihm. Wow, Kevin, du hast also keine Geheimnisse vor deiner Familie. Natürlich nicht. Ist das wahr? Hör zu. Eigentlich muss ich euch etwas sagen. Und zwar euch allen. Leutnant Tom und ich, wir sind uns schon mal begegnet. Es war wegen einer unangenehmen Situation im Bus. Ich saß in einem Bus und neben mir war ein sehr schönes und attraktives Mädchen. Und es handelte sich um meine Tochter. Irgend so ein Perverser machte heimlich Fotos von ihr. Wovon reden Sie? Ihr Sohn. Er erwischte ihn und erteilte ihm eine Lektion. Und verteidigte die Ehre meiner Tochter. Oh, ich bin so stolz auf dich. Wie wundervoll. Wow, hör zu, ich möchte einen Toast aussprechen auf die unglaublichste Familie. Ja. Prost. Toll, Mann. Junge, tolle Arbeit. Tut mir leid, aber ich muss gehen. Es war schön, Sie kennenzulernen. Danke für das Essen und alles Gute. Danke Ihnen. Oh, danke. Schön, dass Sie da waren. Ich begleite ihn raus. Ah ja? Klar. Warum bitte er? Na, er hat ein Mädchen beschützt. Weißt du doch. Oh, ah. So. Wieso haben Sie mich das nicht beichten lassen? Weil es für mich wichtig war, dass du erkennst, dass deine Tat falsch war. Das habe ich gesehen. Und ich wollte die Feier nicht ruinieren. Du hast eine wunderbare Familie, Kevin. Sie sollen sich nicht schlecht fühlen. Ich kann Ihnen eines versprechen. Ich tue das nie wieder. Übrigens, ich muss mich bei Ihrer Tochter entschuldigen. Ich sage es ihr.